Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Einführungsrunde World of Tanks. Ja, ich habe in den letzten 2 Wochen relativ viel um die Ohren gehabt. Ich habe mich fürs Studium einschreiben müssen, etc. und ein paar Probleme, wie ihr vielleicht schon gehört habt, mit meinem Auto gehabt. Und ja, deswegen gab es in letzter Zeit keine Tekkit-Videos und relativ, ja, eigentlich nur 2 kurze Videos habe ich gemacht. Und ja, es gibt ein paar kleine Infos jetzt zu meinem Channel. Und zwar werde ich jetzt heute mal ein bisschen World of Tanks zocken mit euch und die nächste Zeit vielleicht ein paar mehr Videos dazu hochladen. Kommt drauf an, wie es euch gefällt. Und ja, wie es aussieht mit Tekkit, wir haben im Moment den Server umgebaut. Wir haben das Tekkitopia, so wie es vorher war, nicht mehr. Also es ist nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern wir haben einen Server mit einer etwas kleineren Gruppe, kleinen Anführungsstrichen natürlich, 20 bis 30 Leute. Und die sind alle ziemlich gut und sind von uns alle getestet und so läuft es eigentlich ganz prima. Und dann haben wir noch einen zweiten Server, das ist so ein sogenannter Recruitment-Server, also so nenne ich ihn. Und auf diesem Recruitment-Server werden halt erstmal die Leute, die sich für Tekkit bewerben, aufgenommen und ein bisschen ihnen Sachen erklärt und angeschaut. Und naja, auf jeden Fall will ich jetzt gar nicht so viel auf Tekkit eingehen. Ihr werdet auf jeden Fall die nächste Zeit, vielleicht so in einer Woche, eine neue Staffel erwarten können. Und zwar eine neue Staffel. Wir hatten ja gerade erst die zweite, aber leider müssen wir jetzt nochmal eine anfangen. Weil die Map, die wir vorher gespielt haben, ist durch den Serverumzug etwas schlecht spielbar. Außerdem hatten wir noch ein paar Chunk-Probleme. Und zwar haben wir ein paar neue Teile in den Server eingebaut und dabei ist uns ja die Map gecrashed ein paar Mal und dadurch sind ein paar Chunks verloren gegangen und das ist natürlich teilweise mitten durch die Base von irgendjemandem und dort haben sich dann halt neue Chunks gebildet. Deswegen dauert das im Moment noch ein bisschen und auf jeden Fall könnt ihr euch dann freuen auf eine neue Season. Es wird dann auch ein bisschen so wie die erste Season, also ich werde nicht mehr alles aufnehmen. Wer weiß, wie wir das machen. Auf jeden Fall freut euch drauf. Es wird ein bisschen gigantischer als vorher. Also zweite Staffel. Und ja, jetzt ein bisschen was zu dem eigentlichen Spiel, was ich hier jetzt vor mir habe. Und zwar handelt es sich, wie gesagt, um World of Tanks. Und zwar ist es ein sehr realistisches Multiplayer-Online-Spiel. Relativ groß im Kommen und ja, ich habe, wie man sieht, meinen Spaß dabei. Habe hier auch schon ziemlich viel gezockt eigentlich, also wenn man sich das mal anschaut, Wehrpass, ja, so 1230 Spiele habe ich jetzt schon hinter mir und ja, also es macht mir sehr viel Spaß und den Leuten von meinem Ticket-Server macht es auch Fun und ja, ich werde jetzt da hier mal ein bisschen was dazu erzählen. Also wir sind hier in so einer Art Garage, wie man hier sieht. Und dort sind unsere Panzer hier unten. Und je nachdem, welchen Panzer wir hier unten anklicken, wird er uns hier in der Mitte angezeigt. Dann gibt es zu diesen einzelnen Panzern natürlich sehr viele einzelne Teile, die wir hier einbauen können. Das ist diese Leiste hier, an der wir sehen, welche Teile wir einbauen können. Ein paar Daten dazu, ein paar Eckdaten. Da komme ich vielleicht, ja, ich werde zu vielen Daten schon noch was sagen. Und ja, jeder Panzer hat seinen eigenen Forschungsbaum. Und wir machen das jetzt einfach mal hier. Oh, machen wir es hier beim Tiger. Also der Tiger ist eigentlich mein Hauptpanzer jetzt im Moment. Es ist ein T7-Panzer, der, ja, die Tiers gehen von T1 bis T10, also Tier 1 bis Tier 10. Und jeder einzelne Panzer hat, wie gesagt, einen Forschungsbaum. Ja, ich spiele hier übrigens also das neueste Update, das ist heute rausgekommen, beziehungsweise gestern, 27.09. Und ich dachte mir jetzt, ja, weil das Update gekommen ist, können wir doch gleich mal einsteigen hier. Und ja, also hier sieht man den Forschungsbaum. Hier links ist der Panzer, den wir aktuell ausgewählt haben. Und hier befinden sich dann in diesen horizontalen Linien verschiedene
Einbauteile, die wir einbauen können. Ja, darunter befindet sich als erstes mal das Geschütz, ein Turm, Funkgeräte, Motoren und Ketten. Je nachdem, wie viel das Ganze hier kostet, das wird euch dann so hier unten angezeigt. Hier habe ich jetzt schon alles freigeschaltet. Wir machen jetzt vielleicht mal einen, wo ich noch nicht alles freigeschaltet habe. So, ja, hier habe ich noch nicht alles freigeschaltet und da sieht man hier diese grüne Zahl 5300 Erfahrung. Und je nachdem, wie viel Erfahrung unser Panzer hat, die man hier sieht, können wir das dann freischalten. Erfahrung kriegt man durch, also grob gesagt, wenn ihr damit Spiele spielt, also Matches macht. Und natürlich kostet das Ganze auch noch Geld. Also wenn ich das dann erforscht habe und hier draufklicke und erforschen kann, dann muss ich das Ganze natürlich noch kaufen. Jetzt könnte man mal gucken, vielleicht habe ich hier eins. Ja, hier. Also diese Sachen sind schon erforscht und hier steht dann halt eben, wie viel das Ganze hier an Asche kostet. Und ja, es gibt verschiedene Sorten von Panzer. Es gibt Jagdpanzer, es gibt Heavy Tanks, es gibt Medium Tanks, Light Tanks, Selbstfallerfetten und das Ganze können wir uns jetzt hier eigentlich mal anschauen. Das hier ist jetzt, sind die deutschen Panzer hier. Das beginnt hier mit dem T1 Panzer, dem L-Traktor, also dem Leichttraktor, und geht dann hier hoch bis zur Maus und zum E100 und das sind dann schon die übelst heftigen Teile. Ja, und wie man hier jetzt sehen kann, hier sind die einzelnen Häkchen bedeuten, dass ich diese Panzer besitze. Auf jeden Fall, ja, bin ich im Moment jetzt hier, T7, und hier der nächste ist der Tiger 2, T8. Und naja, ich bin jetzt hier nicht so ganz überzeugt von dem neuen Design. Das alte hat mir ein bisschen besser gefallen, aber man gewöhnt sich an alles. Also, das hier ist auf jeden Fall eine richtig heftige Auswahl an Panzer, die wir uns da freispielen können. Das Ganze sieht bei den anderen Ländern nicht anders aus. Und ja, auf jeden Fall sehr witzig. Ich kenne mich inzwischen ziemlich gut mit der Spielmechanik aus und mit den ganzen Kniffen. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer in die Comments. Ich antworte innerhalb von einem Tag maximal, eigentlich relativ schnell. Kann man davon ausgehen, dass ich relativ schnell antworte. Und ja, schreibt auf jeden Fall, was ihr von der Idee haltet, dass ich hier ein bisschen zocke. Ich werde natürlich auch nicht alleine zocken, sondern ich werde mit Godkiller192 alias Pet zocken. Und den werde ich jetzt dann gleich noch mit ins Game holen. Vielleicht noch ein paar Informationen zu dem Interface hier an sich und zu den Einzelheiten und dann können wir eigentlich auch schon ins erste Game starten. Hier oben rechts sind so ein paar Sachen, die man aktuell hat. Gold, Credits, allgemeine Erfahrung und die Erfahrung für jeden Panzer. Allgemeine Erfahrung kann ich für jeden Panzer einsetzen, freie Erfahrung. Und freie Erfahrung bekomme ich mit jedem Match auch noch dazu. Also wenn ich jetzt den Panzer zocke, dann kriege ich eine gewisse Erfahrung für den Panzer und ein bisschen weniger für, oder ziemlich wenig für die freie Erfahrung. Die kann ich dann überall anders einsetzen. Ja, dann hier links sind die einzelnen Besatzungsmitglieder, sind unterschiedlich viele. Die Prozentzahl ist ihre Ausbildungsstufe. 100% ist logischerweise dann super geil und 50% ist eher ein bisschen scheiße. Und ja, wenn man die einzelnen Leute hier aufmacht, kann man auch noch ganz schön viel ändern. Also man kann die ausbilden hier, kostet ein bisschen Money. Oder man spielt die halt einfach, dann gehen die auch nach oben. Und hier gibt es einzelne Fertigkeiten, die wir den einzelnen Insassen unseres Panzers beibringen können. Und dann kriegen die hier auch nochmal so eine Ladeleiste hier. Also hier der zum Beispiel, der hat hier schon, wow, Speer bei 76%. Und ja, je nachdem, wie gut der dann in dieser Fertigkeit ist, desto besser wird er dann halt. Und wir können mehrere Fertigkeiten hinzufügen. Zum Beispiel, wenn der jetzt 100% hat, dann können wir die nächste. Aber das kostet dann doppelt so viel Erfahrung, geht also immer langsamer. Aber umso länger den Typen ich praktisch behalte und zocke, desto besser wird er. Desto besser wird mein Panzer. Also richtig geil. Also wenn ich den Panzer richtig lange zocke, dann kannst du den praktisch richtig, richtig, richtig heftig machen. Ja, gibt es noch ein paar mehrere Sachen. Munition, Zubehörteile, die man sich einbauen kann. Bringen hier ja, Boni, würde ich jetzt mal sagen. Und hier drüben gibt es noch also einzelne Ersatzteile, die wir während dem Spiel
einfügen, also benutzen können. Erste-Hilfe-Set, wenn mal einer gekillt wird oder wenn uns irgendwas abgeschossen wird, gibt es Ersatzteile, Feuer, Handlöscher. Ja, Unterschied zwischen panzerbrechender und hochexplosiv Munition erklärt sich im Moment von selbst. Da kommen wir aber dann noch vielleicht während dem Spiel drauf, wann ich was einsetzen kann. Und ja, das entscheide ich dann meistens ein bisschen spontan. Ja, jetzt holen wir mal Pet dazu und dann zocken wir mal ein Game, dass wir das Ganze auch ein bisschen sehen erstmal, ja. So, also wir sind jetzt hier im Teamspeak zusammen mit Pet. Ich nenne dich jetzt einfach Pet, weil sonst nenne ich dich eigentlich immer Arschloch. Oder Motor Auto. Ja, Pet zockt auch auf unserem Tekkit-Server, also vielleicht kennt ihn der ein oder andere, schon mal im Livestream gesehen. Egal. Ja, Pet zockt einen Jagdpanzer 4, das ist ein T6-Panzer, der hier. T6 Jagdpanzer, tut mir leid. Das Und ist wunderschön. ja, ich kann leider nicht meinen Tiger zocken, weil er meint, dass wir dann in schlechte Spiele kommen und schlecht Ich eingeschätzt werden. meine nicht, dass wir in schlechte Spiele kommen. Wir kommen dann in schlechte Spiele. Ja, das glaube ich auch. Und ja, deswegen werde ich jetzt mir hier irgendwie was aussuchen müssen, um Pet zufriedenzustellen. Und nachdem ich meinen VK 3601 eher nie spielen will, weil ich nicht weiß, was ich mit dem noch machen soll, zocke ich hier meine hässliche Russenschleuder. Ja, Du fandest billige. ihn hübsch. Ja, ich fand ihn hübsch. Er ist auch hübsch. Also ich mag ihn eigentlich Nee. auch. Er ist halt nur scheiße, ne? Richtig schlechter Stahl und richtig viel schlechter Stahl einfach nur. Und naja. Was hat er so? Funkgerät, ja, cool. Ketten, nicht cool. Motor, cool. Turm, nicht cool. Geschütz, naja, kann sich drüber streiten. Das nächste Geschütz kostet noch sau viel, also das werde ich auch gar nicht freischalten. Ich werde nämlich als nächstes gleich auf den T150 gehen. Muhaha. Habe ich recht oder habe ich recht? Sowas von. Ja, also noch eine Kleinigkeit zu dem Panzer hier. Wie man hier unten sieht, hat er nicht die zwei Munitionsarten, die ich gerade erklärt habe, sondern er hat Hochexplosivmunition und sonst nichts. Das läuft ein bisschen anders bei dem Geschütz, aber wenn ihr World of Tanks kennt, dann ja, soll das kein Problem sein. Also ich fange jetzt einfach mal an. Zocken, viel gelabert und noch nicht mal gegamed. Also heute ist wie gesagt der Patch rausgekommen, beziehungsweise gestern, es ist nämlich gerade mitten in der Nacht. Und ja, nachdem wir kein Leben haben, können wir mitten in der Nacht zocken. ja, Auf mich damit reinzuziehen. was das gerade war der Ladebildschirm. Wenn ihr World of Tanks nicht kennt, dann sollte euch das wohl fremd sein. Das Ladebildschirm bei mir macht das Klump und los geht's. Ja, war aber kein Scheiß. Also, wir sind jetzt hier sozusagen direkt ins Game eingestiegen. Hier die ganzen grünen Deppen um mich rum sind meine Mates. Da hinten der Orangene ist Pet. Der wird jetzt dann gleich als erstes abgeschossen werden. Nein, Wird er nicht? Jagdpanzer. Ich werde nicht als erstes Okay. abgeschossen. Ich stehe hinten und campe. Ich bin in dem Fall bin ich jetzt ein Heavy Tank, aber ich habe keine Ahnung, wo der KV-2 eingeordnet wird. Frontkampf, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe keine Ahnung, wie man den Panzer eigentlich richtig einsetzt. Irgendwie geht's dann schon. Und ich habe eine ziemlich hohe Nachladezeit und einen richtig behinderten Turm. Also treffen kann man mich wahrscheinlich echt schlecht. Aber wenn man mich trifft, dann, naja, schaut das Ganze nicht so cool aus. Ich bin praktisch so eine fahrende Konservenbüchse, die Jetzt gerne ordentlich was mal los. eins, also die eigentlich nur was in die Fresse bekommt, weil man sieht ja eigentlich nur meine Fresse. Wenn man hier jetzt über die Kuppe schaut, sieht man eigentlich nur meine Fresse. Also, Du ich wolltest weiß. den Panzer haben, selber schuld. Ja, ich weiß, aber er ist auch, ich fand ihn ja eigentlich echt geil, aber ich wusste nicht, dass man, weil ich dachte, man kann so richtig cool über Kuppen drüber schießen mit dem. Man sieht so richtig wenig, weil nur mein Turm oben rausschaut. Aber letztendlich ist er viel zu langsam und ich kann gar nicht so weit nach unten gucken, dass mir das mit den Kuppen was bringen würde. Wenn ich jetzt so hier hinschauen würde, könnte, so jetzt, dann wäre das geil. Aber ich muss eigentlich auf die Kuppe drauf fahren, bis überhaupt mal was passiert, so ungefähr. Kurzum, Ja. in der Theorie geil, in der Praxis In der Theorie scheiße. geil, in der Praxis, na ja. Noch dazu ist das Geschütz ziemlich ungenau, was nicht jetzt unbedingt vorteilhaft ist. Aber es macht schon irgendwie Spaß, ihn zu zocken, weil, ja, wenn man mal trifft, dann fetzt das Ding.
Ich habe jetzt hier, wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe das kleine Geschütz drauf auf diesem Panzer und das eigentlich nur aus dem Grund, weil 2,5 Schüsse pro Minute für World of Tanks verdammt wenig ist. Und ich jetzt einfach irgendwie nicht, ja, oft genug, ich muss echt oft schießen eigentlich, weil ich doch ziemlich weit vorne bin und da hilft mir das Geschütz. Das macht zwar übelst Schaden, aber ich kann damit nichts anfangen, so ungefähr. Deswegen bin ich wieder runtergegangen. Lieber weniger Schaden und dreimal öfter schießen, als ja, gar nicht schießen und einfach nur sterben, weil man nichts machen kann. So, ein paar kleine Sachen zum Interface. Also, dieses Kreuz jetzt hier in der Mitte, was ich bewege, ist sozusagen meine Maus. Und dieser andere Ring mit den Pünktchen, das ist der Turm. Wie man sieht, der Turm dreht sich noch, obwohl ich schon darüber gezielt habe. Also, es gibt Panzer, die drehen ihren Turm schnell, dann gibt es welche, die drehen ihn langsam, der dreht ihn halt langsam. So, und da vorne sehen wir jetzt schon die ersten Gegner endlich mal nach ungefähr 4 Minuten fahren. Und ja, mein T-50-2 wird ordentlich in die Mangel genommen und ich versuche ihn jetzt hier irgendwie zu helfen, aber dem T-50-2 ist eigentlich nie zu helfen. Ich fahre jetzt einfach mal hier runter zur Flagge, dass wenigstens mal ein bisschen was passiert. Und jetzt kam Gerade eine hier. gute Idee, ja. Keine gute Idee, meinst du, oder was? Nein, das ist eine gute Idee. Mach, die sind hier eh beschäftigt. Wir haben die hier ziemlich krass gebunden, Ja, muss ich sagen. ich hab hier gerade einen. Ach, der Panther 2, so nah ist der gar nicht. Ah, Jetzt schauen wir mal, ich bleibe jetzt mal hier ein bisschen hinten. Der T-50-2 nimmt die Flagge ein. Immer noch keinen Gegner gesehen, die sind alle verdeckt. Ah, jetzt sehe ich jemanden. Ja, wenn der jetzt meine Kugel frisst, dann frisst er ordentlich. So, jetzt braucht der Panzer noch ein bisschen, um einzustellen. Letztendlich schieße ich und ich habe getroffen. Man hat auch die Rückmeldung gehört. Und ja, jetzt ballert er auch gleichzeitig auf mich. Das finde ich natürlich gar nicht nett. Und ich möchte mich natürlich für den Mist, den er hier fabriziert hat, revanchieren. Und er ist jetzt gerade hinter die Düne gefahren. Das finde ich gar nicht nett. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier irgendwas passiert und er wieder rauskommt aus seinem Versteck, die feige Sau. Weil er macht mir ja, wie man gesehen hat, auch nicht wenig Schaden. So, der wird jetzt hier wahrscheinlich versuchen, mich zu umfahren. Gleichzeitig wird sein Kumpel irgendwie rauskommen. Und Pat, siehst du eigentlich zu mir rüber nicht, gell? Nicht zu dir rüber, nee. Ich versuche ja links gerade IS-3 und einen Ferdinand. So, er Kannst du hat wieder mal vollknicken mit dem ordentlich Panzer 4. gefressen und er ist auch getötet worden von Ich? T-44. Nee, du nicht, nee, nee. Wollte schon sagen hier. T-44, das war ein Medium Tank. So wie ich das jetzt genau hier oben links erkenne, hier. Medium Tank. Hat wahrscheinlich von da drüben geschossen. Ja, da steht auf der Kuppe. Ja, jetzt haben wir noch drei Gegner. Die sind so ziemlich am Abspasten. Und schauen wir mal, ob wir. Ah ja, wir sehen den. Den Ferdinand. Es wird jetzt wahrscheinlich eher ein Luckshot. Hier kommst du nicht durch. Erwischt! Das war Du jetzt bist ja mal auch so eine Art übelster Geräusch, oder? Luckshot, sage ich da mal dazu. Übelster Luckshot. Also ich IS-3 habe. habe ich keinen Bock. Mach du da mal was. Ich sehe den leider nicht, den IS-3. Ich würde Und? gerne. Ah, jetzt fährt er. Fährt er in meine Richtung? Nee, da kann ich. Ich habe auch nur ein ganz kleines Fenster, wo ich ihn treffen könnte. Oh, das Keine kann ich Ahnung, voll ich bin. knicken. T-34 Ich, lass ich. benennen wir den KV-2 um in Nacktschnecke. Er bewegt sich echt so langsam. Und da hinten ist der letzte Gegner und Pat stürmt drauf zu. Wir sehen ihn Ja, nicht, sowas aber wir von. wissen es. Auf Ich der glaube Karte hier auch. unten sieht man schön, Pat ist in Schussreichweite. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, Siehst du? sowas von. Aber er sieht mich. Oh mein Gott, ich muss weg. Oh, ich Naja, glaube, komm. die hatte. Was hatten den gerade erwischt? IS-3. IS-3. Ja, also das Thema ist jetzt gegessen, wir haben gewonnen. Ja, nice. Und ja, jetzt kriegen wir hier unseren schönen Siegbildschirm und da rattern die Zahlen. 603 Erfahrung, mickrig würde ich Was? sagen, für Wieso meine hast du schon Kugel. wieder mehr als ich? Ja, weil ich Verarscht. Ich hier guck jetzt hier, echt was du überhaupt gemacht hast. Schaden verursacht. Drei Schüsse Überhaupt kein. abgegeben, weißt du? Ich Drei habe Schüsse. 18 Schüsse abgegeben. Du drei. Wer kriegt die meisten Punkte? Du. Ja, Ey, du hast doch genau. gelogen, 402. Ja, aber ich habe 603 bekommen, steht hier.
Mit Premium Mit Premium. wahrscheinlich. Ach so, Ja, okay, Premium es wird da wird gar bei mir nicht nicht dazu angezeigt. gerechnet. Da unten. Ja, ich Okay. würde sagen, ihr habt jetzt schon mal einen Einblick bekommen über World of Tanks. Viel Erklärung in der ersten Folge. Wenn weitere folgen sollten, dann gibt es mehr Geballer und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Pat sagt auch Tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.